Begrüße Sie zum Chefs Homeoffice Talk Nummer 5. Heute mit dem Markus Wicki vom Hirsche in Oberkirch. Oberkirch bei Sursee, zwischen Sursee und Notwil. Saluti Markus, vielen Dank, dass du bei uns dabei bist. Wie sieht dein Tagesablauf in der momentanen Zeit aus bei dir im Hirsche? Hey Matthias, also ich bin der Gastgeber für ganz wenige Gäste. Ich habe nur noch ganz wenige Übernachtungen. Ich tue die Verköstungen mit Frühstück am Morgen und am Abend mit Nachtessen. Und zwischendurch versuche ich, einfach das Haus in Schuss zu behalten und Bürosachen zu erledigen, die auch schon eine Ewigkeit noch sind. Sonstige Takeaway hast du nicht. Also, du hast ein paar Hotelgäste noch. Um die kümmert ihr euch noch, aber das Restaurant ist natürlich auch zu. Höchstens dann für die Hotelgäste, könnt ihr für die auch kochen? Ja, wir tun einfach vor allem Nachtessen machen. Für die Gäste, die da sind, hat es ein Grüppli von 4 Leuten, die verköstigt werden am Abend. Wir machen auch Takeaway, einfach auf Vorbestellung. Die Leute tun, anrufen und sagen, ich will im Tagesellenbereich oder ich will ab der regulären Karte etwas essen. Ja. Aber das ist natürlich ganz, ganz bescheiden. Das sind wirklich ganz wenige Bestellungen, die wir hier haben in dem Sinn. Jetzt bist du ja bei uns gewesen, am Genussfilmfestival 2015. Du hast auch einen Film, der über dich gemacht worden ist. Also du bist nicht nur Hotelier, Restaurateur, sondern du bist in dem Sinn eigentlich auch ein Filmstar, in Anführungszeichen kann man sagen. Du hast den Film, der über dich gemacht worden ist, sehen wir da in dem Einblender, den ich jetzt so schön da einfach reinhebe in die Kamera. Der heisst «Drei Brüder à la carte». Das bist du und deine beiden Brüder. Wir haben den gezeigt am Genussfilmfestival 2015, wo du bei uns gewesen bist. Das war Startjahr gewesen. Und da haben wir natürlich sehr Freude gehabt, jemanden dabei zu haben, der nicht nur kocht, sondern auch im Film vorkommt. Kannst du uns kurz etwas zu dem Film sagen? Was hat es auf sich mit dem Film? Ja, das ist folgendermaßen. Ich habe zwei Brüder mit Down-Syndrom und ich habe die stufenweise in Betrieb integriert. Und die Medien sind dann natürlich durch Journalisten aufmerksam geworden auf die Situation. Und irgendwann hat sich die Filmemacherin Silvia Hasselbart gemeldet und hat gesagt, sie möchte gerne einen Doc über uns machen. Und ich habe gefunden, es ist eigentlich keine schlechte Sache, um die Leute ein bisschen aufzurütteln und denen auch zu zeigen, dass eine Integration ganz anders könnte funktionieren, wie einfach nur in irgendwelche Institutionen die Menschen abschieben. Das war so ein bisschen der Beweggrund, warum das der Film entstanden ist. Und ich glaube, dass wir in der Zwischenzeit eine rechte Signalwirkung bekommen haben und auch einen Zuspruch bekommen für die ganze Situation. Ja, du hast da sicher sehr, sehr viel gemacht für diesen Bereich. Ich habe mich ja dort dann auch sehr stark reingelesen und reingeschaut in das ganze Thema. Wie ist, jetzt noch schnell für unsere Zuschauer, wie läuft die Integration genau? Also beide Brüder sind im Betrieb tätig, sind die in der Küche tätig, im Hintergrund tätig? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, sie sind in der Küche tätig. Wir haben eine offene Küche jetzt im Neubau. Und sie machen Rüst- und Spülarbeiten vorwiegend. Gehen wir, holen wir, tun wir und bringen wir. Etwa in die Richtung. Und das geht relativ unproblematisch. Für sie ist natürlich eine rechte Umstellung in dem Neubau, in dieser viel grösseren Küche mit neuen Leuten auch wieder. Aber es geht sehr gut. Das ist wirklich, die gehören dazu wie vor einem und das ist eigentlich alles bestens in dem Sinn. Du hast sie auch dabei gehabt, am Genussfilmfestival in Zug. Ich habe da sehr gute Erinnerungen an Andreas und an Thomas. Der eine hat ja auch am gleichen Tag Geburtstag wie ich, am 24. August, das weiss ich noch. Da haben wir auch darauf angestoßen gehabt und es war eine wahre Freude gewesen, zum sehen, wenn ihr als Team funktioniert. Sehr, sehr eindrücklich und ein irrsinniges Engagement von dir, Markus. Herzliche Gratulation dazu. Zwischen dir schon in diesem Talk. Das ist wirklich sehr eindrücklich, was du machst. Jetzt hast du ja noch ein Hotelprojekt gehabt. Du hast das Hotel-Restaurant Hirsche in Oberkirch mit einem Neubau jetzt angehängt. Ein 4-Sterne-Hotel, glaube ich, wo jetzt im November 2019 fertig geworden ist. Was bedeutet das jetzt, vor allem gerade in die heutige Zeit? Ich kann mir da vorstellen, du hast das gerade frisch aufgebaut. Das ist natürlich
ja, in Anführungszeichen, ein riesen Blödsinn, was jetzt da passiert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch kreditmässig und so weiter für dich sehr, sehr eine schwierige Situation ist, weil du hast natürlich im Vorjahr das grosse Hotelprojekt noch nicht gefüllt gehabt, sondern im November 2019 angefangen. Was heisst jetzt das Ganze für dich? Ja, du bringst es ziemlich gut auf den Punkt. Das ist wirklich eine ganz grosse, schwierige Situation, die ich muss bewältigen. Die schnelle Lösung, die da der Bundesrat versprochen hat, mit einem Überbrückungskredit, die konnte ich noch nicht in Anspruch nehmen, weil man nicht den geschätzten Umsatz nehmen kann, nach Businessplan, wie sie sagen, sondern das ist immer auf eine traditionelle Situation gemünzt, einfach in dem Sinn. Und das geht über einen Umsatz von 2019 oder 2018. Und die Umsätze sind natürlich bei mir sehr schlecht gewesen, durch die Bauphase, weil eine massive Einschränkung da war. Und jetzt sind durch die ganzen Finanzverpflichtungen, die sehr hoch sind, die fallen jetzt an. Und bis Ende Juni haben wir jetzt alle Kundschaft hat mir abgesagt. Und von dem her ist es ein vereinzelter Gast, der ein Hotelzimmer braucht oder eben irgendwie Bauarbeiter, irgendwie 3-4, die schlussendlich da nächtigen tun. Aber die Kosten, die anlaufen täglich, die lassen sich natürlich nie decken mit dem, was wir hier verursachen und versichern. Jetzt muss ich Markus einfach ganz direkt fragen, überlebst du das? Beziehungsweise, wenn wir jetzt eventuell, gut, der Bundesrat wird das erst heute am Nachmittag bekannt geben, wenn wir jetzt eventuell noch den Juni auch noch durchheben, Mai und Juni, erst im Juli, das würde aufgehen. Das tönt ja ganz extrem, die Situation. Ja, das ist tatsächlich so. Ich weiss nicht, wie das aufgeht schlussendlich. Ich muss eine Unterstützung haben vom Bund. Ich werde auch kämpfen. Es sind jetzt bereits heute wieder ein paar Mails rausgegangen, um das zu beschleunigen oder zu beeinflussen. Ich werde das nicht so hinnehmen und ich werde jetzt auch die Banken nicht mehr bedienen, mir werde ich nicht mehr bedienen, sowie auch die Sozialversicherungen nicht mehr bedienen, bevor ich nicht grünes Licht habe, dass ich eine Unterstützung erfahre, weil natürlich das ganze Geschäft komplett weggebrochen ist. Aber die ganze Finanzverpflichtungen von einem Projekt, wo einiges mehr wie 10 Millionen natürlich dann komplett aktiv ist. Oder? Verrückte Geschichte. Aber Markus, ich habe dich kennengelernt 2015. Du bist ein Kämpfer. Du hast dein ganzes Leben lang auch ganz, ganz viel gemacht, wie wir vorher gehört haben, mit deinen Brüdern zusammen, mit der Integration. Du hast das Hotelprojekt gestemmt, das wirklich ein sehr, sehr eindrückliches Projekt ist. Ich weiss, 2015 und 2016, als ich dich einmal besuche, haben wir das noch auf den Plänen angeschaut. Du hast das realisiert. Und ich drücke dir alle Daumen, dass das funktioniert und dass das klappt. Und dass wir würden sicherlich dir auch bei dem Kampf können unterstützen und unter die Arme greifen in irgendwelcher Form. Wir helfen dir da und lassen dich da nicht im Regen stehen, Markus. Da kann ich sicher sein und hoffe, dass wir mit dem Talk auch etwas dazu beitragen für dich. Jetzt, alles, was du machst, alles unter einen Hut zu bringen, wie machst du das? So ein bisschen, was hast du für Ausgleich, was hast du für Hobbys? Bleibt überhaupt noch Zeit dazu? Ja, ich nehme die Zeit vielleicht nicht so. Ich werde versuchen müssen, mich ein bisschen in die Natur rauszugehen und vielleicht sportlich mich zu betätigen, um das Hirn zu lüften. Aber es ist so ein bisschen eine Feuerlöschaktion, was ich mache. Ich bin einfach dort, wo es am meisten brennt. Es brennt an vielen Orten schlussendlich. Und ich versuche einfach immer, mich so durchzuschlängeln, dass ich gerade durchkomme und dass alles einigermaßen funktioniert, dass vor allem der Gast nichts mitbekommt. Und dass ich dann auch irgendwie die Instanzen und Behörden, die ich immer bedienen kann, dass es noch gerade so einigermaßen akzeptabel ist. Es ist ein Riesenspagat, aber das, bei einem so grossen Projekt und bei einem Neustart an und für sich ist das halt einfach auch nicht anders möglich, wenn man nicht irgendwie Partnerschaften hat, wo man kann sagen, doch, das ist jetzt im Alltag, im Betrieb eine Riesenunterstützung oder finanziell einfach komplett unabhängig ist, dass ich natürlich nicht bin. Also ich bin abhängig von den Banken. Und das ist natürlich schon eine rechte Bürde, die ich hier trage an und für sich. Aber ich habe das selber initiiert, ich habe das wählen. Ich bin auch nach wie vor überzeugt, dass das funktioniert. Nur ist es jetzt halt einfach noch ein paar Spuren schwerer geworden. Gerade jetzt, wo es eigentlich angefangen laufen, wo wir Buchungen hatten von namhaften Firmen. Und das tut natürlich schon weh, wenn man dann nicht weiss. Vor allem gewisse Sachen sind dann halt ersatzlos gestrichen, weil es im Jahresanfang war.
so Jahresstart-Meeting und so, und das ist jetzt alles zusammen halt komplett weggebrochen. Und das wird nicht mehr kommen. Das aufzuholen, ist natürlich schon schwierig. Oder? Aber ich versuche einfach so, mir eine gewisse Ruhe zu geben, dass ich dann im Prinzip einfach da meine Sachen mag, einigermaßen zu bestehen. Ja. Du hast ja sicher auch viel Energie gebraucht für die ganze Integration mit deinen Brüdern. Ich bin aber überzeugt, es kommt auch viel Energie zurück. Wie viel kannst du da auch an positiver Energie, die dir deine Brüder wieder geben können, auch nutzen? Spürst du da viel, was zu dir eigentlich auch wieder zurückkommt? Ja, das ist gut. Wir sind mit den Brüdern aufgewachsen und von dem her gehören wir fast zusammen. Das ist, wenn ich jetzt so wäre wie meine Brüder, hätte ich auch erwartet von ihnen, dass ich könnte da sein oder mit meinen Brüdern zusammenarbeiten. Und das gibt mir schon viel. Das ist, wir sind ein recht eingeschworenes Team, würde ich jetzt mal sagen. Und auch die Mitarbeiter akzeptieren sie extrem. Das ist, wenn sie nicht da sind, fehlen sie effektiv. Also sie sind ein fester Bestandteil von uns. Wohnen sie auch am gleichen Ort? Wohnen sie bei euch im Hotel oder beziehungsweise privat auch am gleichen Ort wie du? Nein, sie wohnen in Sursee bei meiner Mutter und kommen dann einfach durch den Tag aus dann ins Geschäft. Okay. Gut, vielen herzlichen Dank für den Talk, Markus. Ich glaube, wir haben ein bisschen etwas auch reinschauen, wie es bei dir aussieht. Jetzt kann ich mir vorstellen, was du für einen Wunsch für die Zukunft hast, aber ich möchte doch für dich wissen. Ich glaube, der ist vor allem wirtschaftlich und geht um deinen Betrieb, nehme ich an. Ja, das ist richtig. Ich will natürlich möglichst schnell, dass die ganze Geschichte beendet ist und dass wir wieder das Geschäft aufmachen und können weiter unseren Aufbau in Angriff nehmen, sodass wir einfach unsere Geschäftstätigkeit können nutzen und beweisen, dass wir auf einem guten Weg sind und auch unsere Partner entsprechend wieder bedienen. Das ist eigentlich mein grösster Wunsch und natürlich, dass wir gesund bleiben. Oder? Das ist sicher, das sind die zwei Sachen, die am wichtigsten sind für mich. Das wünschen wir dir auch, Markus. Vielen herzlichen Dank für den Talk. Auch ganz herzliche Grüße an Andreas und an Thomas. Und ich wünsche dir viel Kraft für die Zeit jetzt, aber auch sehr viel positive Energie, dass es gut durchkommt und dass wir möglichst schnell wieder aufmachen können in der ganzen Schweiz, im Gastronomie- und im Hotelierbereich. Vielen herzlichen Dank, mach's gut, ciao Markus. Danke dir, und vielen herzlichen Dank. Ciao, merci, ciao.